Stefan, wie sehr schmerzt es am Ende, dieses 1-1? Ja, sehr. Ich glaube, die Freude über den Treffer, das ist dann nicht so groß wie der Ärger darüber, dass man den Ausgleichstreffer kassiert hat. Und da ist die Frage, warum wir unser Spiel nicht so weiter fortführen wie bis zu der 70. Minute, wo wir ein Tor machen wollten unbedingt und haben uns dann hinten reindrücken lassen. Und das war eine Sache, das war dann zu einfach. Wir haben es gerade gesehen in den Fernsehbildern. Und das ist auch eine Sache, was der Trainer anspricht. Ja, will ich nur noch verteidigen oder will ich gewinnen? Ja, da gibt es schon Unterschiede. Warum? Was glauben Sie persönlich jetzt so kurz nach dem Spiel? Warum haben Sie es nicht weiter offensiv gestaltet? Aber es ist ein Problem, was uns schon die ganze Saison begleitet. Ja, dieses Problem oder diese Angst, was zu verlieren, wenn du schon was hast, ist dann größer, als irgendwo was gewinnen zu wollen. Und es ist auch keine Ausrede vielleicht für ein halbes Jahr, wo kein Spiel gewonnen wurde bei Dynamo Dresden, sondern es ist ein Lernprozess. Ja. Und diese Sachen, das ist das, was der Trainer einfordert. Und das muss bei jedem irgendwann ankommen. Und das ist auch ja, irgendwo eine Entwicklung. Und da haben wir Nachholbedarf. Okay. Kann man es besser verteidigen? Muss man es besser verteidigen in den Ausgleich? Ich glaube, dass wir uns dann in der Phase allgemein hinten haben reindrücken lassen in der eigenen Hälfte und haben dann die Flanke zugelassen. Und da sagt der Trainer immer in der Box, müssen wir Mann gegen Mann spielen. Ja, dann verlieren wir einen, dann spielt er hinten einer 2 gegen 1 und dann steht er halt irgendwo zwischen 11-Meter-Punkt und 5-Meter-Raum und schiebt ihn dann dort ein. Kann mal passieren, muss man ehrlicherweise sagen, war auch ein Traumtor. Gab auch eine Unachtsamkeit, die dann auf Meppener Seite dazu geführt hat, dass sie das Tor gemacht haben. Was mir aufgefallen ist in der ersten Hälfte, dass sie 10 Minuten richtig gut gemacht haben. Danach war ein bisschen Leerlaufen. Man hatte das Gefühl, dass es im letzten Drittel nicht gut funktioniert, dass sie es nicht gut ausspielen. Haben Sie ein ähnliches Gefühl gehabt? Sehen Sie es ähnlich? Wir haben einen hohen Aufwand betrieben, das sehe ich genauso. Wir haben die 10 Minuten sind gut reingekommen und das ist auch, was wir den Jungs immer sagen, dieses Publikum, das Stadion mitnehmen, das geht nur durch solche Aktionen. Und dann war ein bisschen Leerlauf, das sehe ich auch, aber das ist dann irgendwann, wenn man mal durchschnaufen muss, dann haben wir gesagt, gehen wir auf Ballbesitz. Aber ich bin da schon bei Ihnen und sage, okay, dann waren wir vielleicht nicht ganz sauber, ja, was uns in den Testspielen, in dieser Vorbereitungsphase dann eben ausgezeichnet hat. Aber das sind halt nur Testspiele gewesen und wir haben gesagt, heute zählt's. Ja, und, da können wir uns auch verbessern zu dem anderen Thema, wie wir dann am Ende das Ding verteidigen. Wenn man mal drüber guckt, dann sind es oft die Tore, die fehlen. Konté macht's gut, bis in den 16er rein, muss er auch mal mehr abschließen. Muss er auch dieses Selbstvertrauen dann haben? Genau, der Junge kommt aus einer Verletzung immer wieder, war angeschlagen, hat jetzt in der Vorbereitung für mich eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Und dort kann der Mann vielleicht noch eigensinniger werden. Weil ich meine, wir haben es ja gesehen, wenn man gegen ihn verteidigen muss, ist es schon schwer. Ja. Aber das ist auch ein Punkt, das weiß er selber, ja, dass er da vielleicht noch selber mehr ins 1 gegen 1 gehen soll und vielleicht schon mal einen Torabschluss suchen soll. Heute haben alle mehr erwartet als ein 1:1. Was heißt das jetzt für die folgenden Aufgaben? Jetzt in Oldenburg nachlegen. Das ist eine Enttäuschung, hier zu Hause 1:1 zu spielen. Ja. Ich meine, klar, jeder hat nach der Vorbereitung gesagt, das ist nur eine Frage der Höhe. Ja, es ist eben nicht. Die dritte Liga ist brutal. Ich meine, wir haben gestern auch zusammen geschaut. Das ist schon, klar, ist es für uns auch enttäuschend. Mir tut es leid um die Zuschauer, die da waren heute, dass wir die nicht mit dem Sieg belohnt haben. Vielen Dank, alles Gute. Danke auch.